Ich begrüße euch, meine Lieben. Ja, da sind wir wieder beim bei dem kleinen Wochenendorakel. Und dieses gilt für den 28. und 29. Ja, und wie schon letztens darauf hingewiesen, ich merke, dass ihr diese Auswahl von zwei Stapeln eigentlich ganz gut findet. Das sehe ich an euren Kommentaren. Und deshalb werde ich das jetzt so ein bisschen auch immer für die Wochenendorakel so beibehalten. Hier sind gleich zwei rausgekommen. Die werde ich auch nehmen. Das Ganze gestaltet sich derart, in beiden Stapeln ist jeweils eine Karte aus dem das Orakel der Krafttiere, dann eine Karte aus dem Einhorn-Karten, dann eine aus dem Engel-Heilstein-Orakel, eine aus den Antworten der Engel-Orakel und dann gibt es als Abschluss noch drei Lenormand-Karten aus dem Deck meiner lieben Kollegin Alexandra Zimmer. Ja, die Zeit des Mischens nutze ich noch, um euch ganz herzlich zu danken für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden netten Kommentar, fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt und somit immer gleich über neu hochgeladene Legungen informiert werdet. Und zu guter Letzt danke ich euch natürlich auch ganz herzlich für jede Art eurer Spende. Also wie gesagt, es ist vollkommen egal, welche Art eurer Anerkennung. Ich freue mich über jede. Und hier sei noch erwähnt, die verwendeten Kartendecks für alle meine Orakel und Legungen, für alle meine Legungen, findet ihr immer hier unter meinem Link in der Infobox. Und das ist natürlich auch heute wieder, wie auch sämtliche meiner Legungen, eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt ihr ziemlich schnell, wenn ihr in die Deutung reinhört. Ja, und somit nähern wir uns hier langsam dem Ende, sowie auch der Monat sich dem Ende neigt, der Mai. Und wir uns jetzt doch mehr in Richtung Hochsommer bewegen, denn der Mai hatte ja nur auch schon sehr schöne, wunderbare Sonnentage, wobei es teilweise, wie ich es empfinde, dann auch immer zu schnell gleich extrem wird, aber wir wollen nicht meckern, wir können es sowieso nicht ändern und deshalb nehmen wir es halt so, wie es kommt. Nee, das war ein bisschen happig hier. Sind schon die ersten zwei, die nehme ich auch. Das ist ganz ungewohnt, wenn man von den großen Karten, was die Orakelkarten meistens sind, auf einmal zu solchen kleineren wiederkommt, obwohl die natürlich super in der Hand liegen, diese kleineren Karten, und sich dadurch auch schneller und besser noch mischen lassen. So, jetzt brauche ich nur noch drei, das ist schon die erste. Und zwei bräuchte ich bitte noch. Na, ich glaube, die ziehe ich jetzt, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Aber ihr wisst ja, ich mische gerne live und das werde ich auch beibehalten, weil ich weiß, dass die meisten das eigentlich immer als positiv empfinden und man kann ja vorspulen, ne? So, ihr Lieben, jetzt die Qual der Wahl
linke Seite oder die rechte Seite. Wenn ihr nicht gleich spontan einig seid, haltet einfach das Video an, schaut nochmal drauf und folgt eurer Intuition. Ich beginne wie immer mit der linken Seite und da schauen wir, wir haben das Krafttier, die Spinne. Verwirkliche deinen Traum. Ja, so wie man hier sieht, wie sie alles zu einem Netz zusammenbringt, so fordert praktisch diese Karte euch auf, auch euer Netz zusammenzuspinnen, um einen euren Traum zu verwirklichen. Und die Einhornkarten, die schicken die Karte Freiheit. Lassen Sie zu, dass die Einhörner Ihnen die Freiheit schenken. Ja, das ist sehr passend dazu. Wenn man jetzt hier liest, verwirkliche deinen Traum und hier die Einhörner, die helfen, in deine Freiheit zu kommen, dann ist das vielleicht eine Situation, wo man denkt, ja, ich möchte eigentlich ausbrechen, um meinen Traum zu verwirklichen. Und dieses Gefühl der Freiheit, das versuchen euch die Einhörner hier mit dieser Karte zu verdeutlichen, beziehungsweise euch Hilfestellung zu bieten. Ja? Und bei den Heilstein-Orakelkarten haben wir den Aqua Aura. Aufrichtige Kommunikation in Beziehungen. Das Herz ausschütten sowie klar zu kommunizieren, helfen dabei zu verstehen und verstanden zu werden. Ja, das ist mitunter, denke ich, bei vielen ein Problem, die richtigen Worte zu finden, die richtigen Worte zur richtigen Zeit auch zu finden. Und die Frage ist eben immer, wann ist die richtige Zeit? Hier muss man aber sagen, du wirst unterstützt von den Einhörnern, in diese Freiheit zu gehen, deinen Traum zu verwirklichen. Und die Antworten der Engel sagen nein. Sie sagen nein, nicht zum Kommunizieren, aber sie sagen nein, dich von deinem Weg abbringen zu lassen. Lass dich nicht mehr von deinem Weg abbringen. Verwirkliche deinen Traum. Geh in diese Freiheit, die sich hier darstellt und die sich bietet. Verwirkliche es. Sicherlich auch mit Kommunikation. Diese ist notwendig, um seinen Traum zu verwirklichen. Aber das Nein bezieht sich darauf, dass diese Kommunikation dich nicht abhalten sollte, deinen Traum zu verwirklichen. Darauf deutet dieses Nein. Und bei den Lennemore-Karten haben wir den Stern, den Sarg und das Haus. Fantastische Kombination, denn wir haben mit dem Stern die Klarheit, die Wunscherfüllung, und der Sarg zeigt uns, dass ein Lebenskapitel beendet wird, dass ein neues Kapitel beginnt. Und dieses Kapitel bezieht sich bei vielen auf den häuslichen Bereich. Das heißt, viele von euch tragen sich mit Gedanken, und das wiederholt sich, soweit ich mich entsinne, war Ähnliches auch schon in dem Spontanorakel oder Wochenorakel. Viele von euch tragen sich mit dem Gedanken, ihr gewohntes Wohnumfeld zu verlassen. Und tun sich aber trotzdem immer noch schwer, diesen letzten Schritt zu machen.
Und diese vier Karten hier oben als Überschrift weisen aber darauf hin: Verwirkliche deinen Traum. Begib dich in diese Freiheit. Suche die Kommunikation, aber lass dich nicht von deinen Träumen und von deinem Weg abhalten. Denn dieser Weg bringt dir die Klarheit, er bringt dir Wunscherfüllung. Du beendest einen Lebensabschnitt und beginnst einen neuen, auch in dem häuslichen Bereich. Und wie schon gesagt, das mag für viele ein Umzug, eine neue Wohnung, ein neuer Ort darstellen. Also ich denke, dass viele sich hier in dieser Legung wiederfinden und drücke euch die Daumen, dass es alles so wird, wie ihr es euch wünscht. Und wir schauen bei der rechten Seite, da haben wir den Bussard. Lass dich vom Allgeist führen. Ja, der Allgeist ist eben die Frage, das ist die Bezeichnung, die jeder für sich eben selber hat. Der eine nennt es Gott, der andere sagt das Universum, die Engel, was auch immer. Ich denke, jeder von uns, und da wiederhole ich mich auch, glaubt mit Sicherheit an etwas Höheres. Und da ist die Frage, egal wie man es bezeichnet, hier wird darauf hingewiesen, dass man sich einfach leiten lassen soll, führen lassen soll. Und schaut mal, wie passend dazu. Wir haben bei dem Einhorn-Orakel die Karte Mutter Maria. Und erklärend, Mutter Maria und die Einhörner segnen sie. Ist das nicht traumhaft, wie das mit der ersten Karte zusammenpasst? Du hast also den Segen des Universums. Lass dich führen vom Allgeist, den Segen von Gott, von den Engeln, wie auch immer, wie schon gesagt, du es bezeichnest. Und bei dem Engel- und Heilstein-Orakel haben wir Titan, Regenbogen, Quarz. Facettenreich. Die Angelegenheit oder Person, deretwegen sie fragen, ist vielschichtig. Ja, auch das ist eine gute Erklärung. Auch in dieser, auf dieser rechten Seite mag es einen Wunsch bei demjenigen geben, der diese Seite gewählt hat, die ihn beschäftigt. Und die Karten weisen darauf hin, gib dich doch dieser Fügung hin. Lass dich führen. Du bist gesegnet. Und du bist vielseitig, vielschichtig. Du kannst viele Dinge in die Realität umsetzen. Du kannst Träume verwirklichen, wenn du dich führen lässt. Und schaut hier, die Antworten der Engel beglückende Veränderungen. Also egal, womit du dich hier beschäftigst, du kannst dich führen lassen, du bist gesegnet, du bist ideenreich, facettenreich und all das wird dich in die beglückenden Veränderungen führen. Und hier haben wir fantastisch, wir haben die Schlange, wir haben diese Extrakarte bei diesem wunderbaren Deck, nämlich die Wunscherfüllungskarte. Und wir haben den Turm. Und all das sagt mir, ihr kommt raus aus Verstrickungen. Ihr lasst die Umwege hinter euch. Es erfüllen sich eure Träume, eure Wünsche, wie hier auch dargestellt durch die beglückenden Veränderungen. Das heißt, jetzt ist die Zeit für den Umbruch. Rauskommen aus dem Rückzug, den der Turm sonst darstellt, rein in den Umbruch und damit
in eine wunderbare, traumhafte Wunscherfüllung, die eigentlich alles öffnet, was sich jeder so ja insgeheim vielleicht erträumt. Und wie man sieht, eigentlich für beide Seiten wunderbare Aussagen. Und ich ziehe jetzt noch zum Abschluss für beide Seiten eine Karte aus den Seelenbotschaften. Aber ich denke, wir können uns auf dieses Wochenende freuen, uns darauf einlassen und einfach auf diese beglückenden Veränderungen wirklich voll vertrauen. Weil mit der Aussage, dass wir gesegnet sind und dass wir uns einfach nur führen lassen, und noch die Wunscherfüllungskarte hier auf der rechten Seite. Ich denke, damit ist so viel Positives im Anmarsch. Und wir schauen hier. Wir haben bei den Seelenbotschaften die Karte Kampf. Es lohnt sich zu kämpfen. Bitte um Kraft und Geduld, bleibe dran und halte durch. Genau passend für beide Seiten. Es ist, wie man bei der linken Seite sah, nicht einfach. Aber man kann es schaffen. Bleibt dran, weil es sich wirklich lohnt und weil man wirklich nach vorne schauen kann. Hier die beglückenden Veränderungen mit der Wunscherfüllung. Hier den Stern, die Klarheit und die Wunscherfüllung und gleichzeitig das Ende eines Lebensabschnittes und der Beginn eines neuen. Also ich finde, fantastische Aussagen, die uns hier ins Wochenende begleiten. Und ich wünsche uns allen ein fantastisches Wochenende und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Alles Liebe für euch. Bis dann.